Hast du ihn? Jo. Seit 2 Jahren und 11 Monaten lebt Roland Fenske aus Greifswald ohne Nachnamen. In der Wanderschaft legt man seinen Nachnamen ab. Deswegen heiße ich eigentlich Roland Fremder Rolandsbruder. Also wir unterschreiben auch nur mit Roland Fremder Rolandsbruder. Ja. Denn Roland ist Mitglied im Rolandschacht, einer Gesellenvereinigung. Die Namensgleichheit ist Zufall. Roland ist Zimmerer. Seine Kluft weist ihn aus. Etwas anderes zieht er nicht an. Für mich ist gefühlt, ist meine Weste mein Schlafzimmer, meine Jacke ist mein Wohnzimmer. Also wir leben da drin, das ist unser, ja, unser Zuhause. Neben der Arbeitskluft besitzt Roland eine Reisekluft. Die trägt er beim Trampen und wenn er an Firmentüren klopft. Hut, Jackett und die blaue Krawatte, genannt Ehrbarkeit. Alles alte Bräuche. Wenn man sich vorstellt, mal ohne diese Kluft durch die Stadt zu gehen, du wirst halt nicht mehr angeguckt. Du bist halt kein besonderer Mensch mehr auf einmal. Also diese Kluft ist halt auch schon ein Anziehungsmagnet auf die Leute. Und wenn du das dann irgendwie ablegst, dann, weil du bist es gewohnt, dass alle Leute dich anschauen. Und wenn du sie ausziehst, dann schaut dich keiner mehr an. Dann gehst du in der Masse unter. Außer natürlich, man zieht sich ganz aus. Warum ich mich ausgezogen habe, um den Menschen zu zeigen, wie frei man sein kann. Dass eben wir doch alle noch normal sind unter unserer Kluft. Roland ist einer von 19 Männern und Frauen auf Wanderschaft, die in der Fotoausstellung Kluft und Haut gleich doppelt zu sehen sind. Einmal nackt und einmal in Kluft. Und sie inszenierten die fast lebensgroßen Porträts, die Zwillinge Benjamin und Dominik Reding. Wenn du nichts hast, gar nichts von Handy und Auto und Kühlschrank, nichts, dann wird diese Kluft halt ganz zentral. Deswegen war die Kluft für diese Ausstellung eine Säule sozusagen der optischen Darstellung. Und die andere ist eben die Nacktheit. Weil ich finde, A, sieht man erst die Kluft richtig, wenn man daneben den nackten Menschen sieht. Und B, die Gesellen haben ja eine unglaubliche Energie und was Positives, was Lebenseroberndes. Und das muss man auch mal in diesen nackten Menschen spüren. So, das erste Mal war so ein bisschen so, ha, man grübelt doch schon so ein bisschen, ist ein bisschen nervös, ein bisschen aufgeregt. Aber am Ende war das dann so, ach, einfach runter die Klamotten und frei sein, so. Einfach machen, nicht drüber nachdenken. So wie vieles auf Wanderschaft, da macht man einfach. Manchmal, ne, gehst du den richtigen oder gehst du den falschen Weg. Und du wirst es nie erfahren. Und du wirst es nie erfahren. Roland baut gerade ein mittelalterliches Kloster nach. Im Geschichtserlebnisraum Roter Hahn in Lübeck. Geld bekommt er von dem gemeinnützigen Verein nicht. Zumindest aber Kost und Logis. Roland ist in einer einfachen Blockhütte untergekommen. Seit Monaten lebt er hier. Für ihn ist das Luxus. Denn oft genug weiß er gar nicht, wo er die nächste Nacht verbringen wird. Also es gibt halt auch Tage, wo du dann einfach draußen schläfst und dir irgendwas suchst, wo das möglich ist. Ne? Dann kann es auch mal passieren, dass es anfängt nachts zu schneien, dann kriegst du Schnee ins Gesicht, dann musst du irgendwie dich bewegen, dann musst halt auch einfach mal nachts aufstehen und den Platz wechseln. Das kommt schon auch vor. Also man ist obdachlos und lebt es auch. Man kann ja auf Wanderschaft auch verloren gehen oder sich selbst verlieren. Wenn man die volle Freiheit hat, bedeutet das eben auch volles Risiko. Deswegen sind die Menschen mit einer großen Aura umgeben. Und diese Aura, die, finde ich, spürt man hier auch. Wer auf Wanderschaft geht, soll unter 30 sein. Unverheiratet und schuldenfrei. Regelmäßig treffen sich Wandergesellen zu geheimen Ritualen. Sie leben nach strengen Regeln, die teilweise aus dem Mittelalter stammen. Doch die Fotos zeigen junge, coole Menschen von heute. Es gibt etwas Urdeutsches, von mir aus Urtraditionalistisches, was aber ganz modern ist, ganz hier und jetzt angekommen ist. Wo eben Frauen auf Wanderschaft sind, wo sich Menschen nackt zeigen, so wie sie der liebe Gott gebaut hat. Also ein völlig neues, schönes, modernes Bild von Heimat. Ja, Freiheit und Bewegung, also mit anderen Völkern kommunizieren, die ganze Völkerverständigung voranbringen, von Leuten lernen, mit Leuten zusammen lernen. Wir gehen in die Welt und ist die Welt drum, Brüder, lasst uns reisen, ist so ein Leitspruch von uns. Im November will Roland Lübeck verlassen.
und weiterziehen ins Königreich Bhutan in Südasien. Als Fremder will er dort Menschen helfen, Häuser zu bauen. Wir sind eins. ARD.